In Teil 3 der Erdbebenmessung mit Sophistic in Revit geht es um die Definition von Aussteifungskernen. Hier haben wir nochmal unser 3D-Berechnungsmodell. Wenn wir das runterbrechen auf die Wände, sieht das so aus. Die Wände haben wir ja im letzten Video schon als Schubwände definiert. Und nun geht es also um den Kern, der letzten Endes dann so aussieht. Wir gehen mal von vorne drauf und hier finden wir unter Sophistic Analysis nun die Möglichkeit, Messungselemente, Gebäudekerne zu definieren. Ich wähle den ersten Bereich aus, sage Fertigstellen und kann dem Ganzen einen Namen geben. Ich lasse es hier bei Gebäudekern 1. Hier das Häkchen, das ich auch gesetzt, weil dann werden die Wände automatisch auch als Schubwände gekennzeichnet. Das, was wir im vorherigen Video ja separat für die Einzelwände gemacht haben. Also okay. Was nun passiert ist, ist, dass er wieder ein Bemessungselement erstellt hat. Wir sehen es hier. Wenn ich es auswähle, sehen wir, es ist ein Element vom Typ allgemeines Modell. Wir sehen Informationen dazu. Hier unten können wir den Namen ändern. Wir können das Ganze hervorheben. Und dort ist jetzt auch ein Häkchen gesetzt, weil der Gebäudekern nun als ein Querschnitt definiert ist. Das können wir uns auch mal anschauen, wenn wir eben auf Analysis and Design Querschnitte schauen, dann taucht hier genau jetzt eben dieser Gebäudekern auf und den können wir auch natürlich editieren. Sieht dann so aus, ich mache das mal größer, man sieht jetzt also wirklich ganz toll detailliert die einzelnen angelegten Stäbe für diesen Gebäudekern. Wir sehen, wir haben also Bereichsbewehrung, hier zum Beispiel innen und außen und wir haben jeweils die Eckbewehrung hier und dort natürlich aufgeführt, kann man durchgehen. B, denke ich mal, steht für Bereichsbewehrung, E für Eckbewehrung. Und das kann man jetzt, wenn wir es mal ein bisschen ranzoomen, detailliert ändern oder kontrollieren. Ich wähle mal beispielsweise diesen Bereich hier aus. Ja, und jetzt sehe ich genau, aha, das sind exakt 10 Durchmesser 10, die hier jetzt mal angeordnet worden sind. Das kann ich natürlich ändern. Ich kann hier 11, 12, 13, 14, 15 mehr Stäbe hinzu anordnen. Wir können auch den Durchmesser ändern. Wenn ich auf 28 gehe, dann sieht man, ändert sich auch die Darstellung, weil es halt ein dickerer Durchmesser ist. Das Ganze sind hier 785. Wir sehen die Verteilung. Jetzt eingestellt ist, dass das erste und letzte Eisen hier nicht mit gezählt wird. Ich kann das mal ändern, wenn ich mal das hier auswähle. Ja, dann ist jetzt hier unten das erste Eisen auch mit aktiv. Und da oben hat sich dann auch die 10 auf eine 11 geändert. Das kann man machen, aber ich bestätige das mal, muss man natürlich aufpassen, wenn ich jetzt die Eckbewehrung hier auswähle. Ja, da sieht man, die ist ebenfalls so eingestellt, dass dieses Eisen mit zur Eckbewehrung zählt. Das wäre jetzt also ungünstig, beide Eisen am gleichen Ort zu haben. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Am besten lässt man es bei der voreingestellten Darstellung, nämlich das bei Bereichsbewehrung, das erste und der letzte Eisen nicht dazu zählt. Wir können hier den Achsabstand der Bewehrung verändern. Sie sehen das, wenn ich das hier rüber schiebe, dann ändert sich auch die Grafik. Das ist wirklich ganz toll nachvollziehbar. Sieht man genau, was da passiert. Und wir haben hier noch die Angabe des Ranges, Bewehrungsrang. Damit ist eben jetzt dieser Wandquerschnitt gemeint und im Rang 0 liegt die ja, Bereichsbewehrung, während man kriegt das auch sofort angezeigt, wenn man hier die Maus drauf stehen lässt mit dem Tool-Tip-Text. Die Eckbewehrung hat hier Rang 1, genauso wie die obere Eckbewehrung auf der anderen Seite. Ist also wirklich sehr schön gemacht. Man kann hier mit diesen Icons auch noch zusätzlich Bewehrung anordnen. Ja, ich gehe mal hier hin, sage, hier hätte ich gerne noch eine weitere Linienbewehrung und die kann ich dann wieder genauso einstellen, wie ich das gerade vorher schon erklärt habe. Hier einen Namen vergeben
und so weiter. Ja, ist, denke ich, wirklich gut gelungen. Okay, das war also der Querschnitt. Den bestätigen wir nochmal. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir definieren also noch jetzt die anderen Gebäudekerne. Also sagen wir hier wieder Bemessungselemente, Gebäudekern. Wählen diesen zweiten Teil aus, fertigstellen. Das lassen wir so eingestellt. Und noch den dritten, ebenfalls diesen hier, fertigstellen, Gebäudekern 3. Okay, so, wenn wir das gemacht haben, lassen wir uns wieder das gesamte Berechnungsmodell anzeigen. Auch hier sind ja die Bemessungs- oder Designelemente aktiv und damit sind sie auch in der Bestandteil der Berechnung. Wir können das Ganze mal wieder rechnen lassen, lassen das Ganze also jetzt wieder durchführen. Export Stockwerksebene hatten wir schon vorher erklärt. Hier kann man auch einstellen, dass Steifigkeits- und Massenschwerpunkt berechnet werden sollen. Also wir lassen das mal berechnen. Dauert jetzt wieder einen kleinen Augenblick, aber er zeigt immer an, was er denn gerade so hier treibt. Er generiert die Lasten. Jetzt berechnet er den Schwerpunkt und Steifigkeitsmittelpunkt. Lastfälle werden durchgerechnet. So, dann haben wir hier genau jetzt die Ergebnisse für die Messungselemente wurden erstellt und die können wir uns jetzt natürlich sehr gut anzeigen lassen. Und zwar auch wieder im Revit. Wir gehen mal wieder auf den Kern hier und wählen dort im Surfacing Analysis das Anzeigen aus, Anzeigen der Ergebnisse. Und hier gibt es, das haben wir im anderen Video schon angeschaut, natürlich die Vernetzung anzuzeigen. Aber interessant ist jetzt hier, dass wir neben den normalen Ergebnissen für Stützenbalken, Wände, Auflage und so weiter auch die Ergebnisse für die Gebäudekerne uns anzeigen lassen können. Und hier beispielsweise jetzt mal die Normalkraft. Das ist also die Normalkraft nur jetzt für diesen Gebäudekern mit einer entsprechenden Legende. Also auch sehr schön plausibel nachvollziehbar. Natürlich für verschiedene Lastfälle. Wir sagen mal zum Beispiel Wind in Y-Richtung, wollen wir uns hier anschauen. Und zum Beispiel das Moment MY. Hier Wind Y. Wind in Y-Richtung, das Moment für den Gebäudekern wollen wir sehen. Ja, ist also auch sehr schön wieder mit einer Legende schon weiterhin noch im Revit darstellbar. Ja, eine sehr schöne Möglichkeit, das alles also im Revit zu kontrollieren. Jetzt haben wir natürlich aber auch die Möglichkeit, in die Sophistic-Welt rüber zu gehen über den SSD. Wenn ich das mal auswähle und das zum ersten Mal starte, werden entsprechende Templates angeboten. Die können Sie auch anpassen. Hier bietet sich natürlich an, dieses voreingestellte Template für den Hochbau, seismische Analyse, auszuwählen. Jetzt startet der SSD, also der Sophistic Structural Desktop. Und dieses Template ist dafür verantwortlich, dass wir hier schon die richtigen Tasks eingestellt haben, die wir eben für die weitere Erdbebenbemessung benötigen. Das sieht man hier schon. Aber wie gesagt, kann man natürlich auch nachträglich Tasks hinzufügen über die rechte Maustaste beispielsweise. Ja. Und auch sich dann als anderes Template abspeichern. Ja, wir sehen hier unser Modell. Wir sehen natürlich auch die Verformungen der einzelnen Lastfälle, wie beispielsweise hier die natürlich überhöhte Darstellung der Verformung des Winds in X-Richtung. Gut, das war's für dieses Video. Im nächsten Video schauen wir uns dann die weitere Berechnung hier genauer an.